Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir machen weiter und überreden den Koch, ein bisschen das Essen aufzupimpen. Mit ein bisschen leckerem Gebräu unsererseits. So, dann sprechen wir. Dass die Kanalisation geschlossen wird. Aha. Okay. Wo ist denn der Koch? Ist er hier irgendwo? Mach mich nicht sauer. Ich schlug den Herrn Doktor und schiss auf den Berg. Zum Wischen nahm ich einen passenden Zwerg. Ach, nutze deine Hexe. Ich sollte auch vielleicht mal lesen, was. Was werde ich von euch erfahren? Was werde ich von euch erfahren? Hauptgefreiter Wenzel. Wie ist dieser Arsch eigentlich bei uns gelandet? Er hat sich freiwillig gemeldet. Angeblich musste er die Ärzte bestechen, damit er eintreten durfte. Ist er verrückt oder was? Ganz bestimmt. Nachweislich geisteskrank. Hat wohl die Tests nicht bestanden. Aber Geld zahlen, um in die Armee eintreten zu dürfen? Ich dachte, ich hätte schon alles erlebt. Nichts über den Koch. Okay. Ich denke mal, dass ich jetzt hier reingehen muss. Was werde ich von euch erfahren? Dieser, Horst Borsody, hat er eigentlich eine Tochter? Warum fragst du? Ach, tja, ich denke nach. In so eine Dynastie einzuheiraten, das wäre ein Leben in Saus und Braus. Ich rate dir, dich lieber nicht für die Borsodys zu interessieren. Warum denn nicht? Das bringt nur Ärger, mein Freund, nur Ärger. Nichts von Interesse. Was werde ich von euch erfahren? Fischeintopf zum Abendessen. Wirklich? Wer hat dir das gesagt? Niemand. Heute Morgen bin ich durchs Westtor gekommen. Hab Martin am Pier gesehen, mit einer Angel in der Hand. So ein Koch ist ein echter Schatz. Er jammert nicht über die knappen Vorräte. Er tut was, um unsere Mahlzeiten aufzubessern. Ja, wenn er nur mit dem Knoblauch etwas sparsamer wäre. Der Pier beim Westtor sollte leicht zu finden sein. Wir sind wieder Agent Geralt 007. Das ist eine Folge, die... Wann ist die rausgekommen? Gestern? Oder vorgestern? Oder sie kommen erst in ein paar Tagen? Aber egal. So, da ist... Suche im Tagesverlauf. So. Sorry. Du hast dich in mir reingesetzt. Das muss der Koch sein. Guten Tag. Beißen die Fische? Ja, tun sie. Was ist mit dir? Wie bitte? Ich habe hier diese Mixtur. Ich bezahle dich, damit du sie in der Garnison in die Suppe der Jungs schüttest. Auf mein Signal. Ist nichts Gefährliches. Sie werden denken, dass der Fisch nicht ganz frisch war. Das wird teuer, Freundchen. Ziemlich. Du verlangst zu viel. Wie wär's, wenn du das Ganze ohne Bezahlung machst? Hm? Aus reiner Herzensgüte. Ja... Ich helfe dir. Aus reiner Güte. Warte auf das Signal. Und kein Wort zu niemandem. Kapiert? Das reicht schon. Man muss nicht die 500 bezahlen. Das sparen wir uns natürlich. Also.
Ich will meine 100.000 noch erreichen. Wenn ich einmal die 100.000 da oben stehen habe, ist danach kann ich das Geld ausgeben, wie ich will. Ich will die 100.000 einfach da oben stehen. Warte nur, die Hexenjäger kriegen dich. Nein, tun sie nicht. Oh. Oh. Na, warte, ich muss ja irgendwo hinreisen. Moment. Ja, Novigrader Tor. Das ist genau vor uns. Sieh an, ein Hexe. Lang lebe der König. Der König ist tot. Den hast du nicht kapiert. Oder ein Fernglas. Scheiße. Toll. Ja, gut. Dann gehen wir einbrechen. Gezwungenermaßen, muss man ja sagen. Hallo, Kräutertyp. Bis Kräutertyp. Hallo, komische Typen. Ist die werte Dame schon vergeben? Ich nämlich nicht. Seit neuestem nicht mehr. Was? Nicht möglich. Nur eine Idiotin würde einen Kerl wie dich sausen lassen. Ah, endlich sind wir alle hier. Wir können anfangen. Dieser Raub ist kein Spaß. Wer Zweifel hat, soll uns jetzt verlassen. Danach geht es nicht mehr. Das Ziel ist das Auktionshaus der Borsodis, vielmehr dessen Schatzkammer. Eveline, du gehst durch den Turm rein, wenn die Wache um diese Ecke biegt. Lass ein Seil runter. Wir müssen innerhalb von 5 Minuten drin sein. Schaffen wir das? Reicht locker. Wunderbar. Durch den Turm gelangen wir ins Auktionshaus. Darin erwarte ich keine Wachen. Wenn welche da sind, haben wir Geralt und seine Schwerter. Dann runter in die Schatzkammer. Kasimir springt die Tür auf. Wir gehen rein, holen die Beute und verschwinden hinten durch einen Geheimgang. Das wär's. Habt ihr Fragen? Alles gut und schön, aber was, wenn etwas ernstlich schief geht? Dann ist jeder auf sich gestellt. Einfach so? In diesem Geschäft ist kein Platz für Freundschaft. Weitere Sicherheitsvorkehrungen. Fallen. Gibt es da drin sowas? Auf was müssen wir achten? Nichts besonders Gefährliches. Hier im Erdgeschoss ist ein Seil mit der Turmglocke verbunden. Wenn die einer läutet, sind wir in Schwierigkeiten. Wie sollen wir das verhindern? Indem keiner am Seil zieht. Ich sagte ja, das Auktionshaus dürfte leer sein. Ich rechne nicht mit Problemen. Und die Schatzkammer? Ist die irgendwie gesichert? Selbst wenn! Meine Mischung aus Salpeter, Kordit und Knallquecksilber kriegt sie schon auf! Sonst noch was? Gesundem Menschenverstand zufolge. Dieser Geheimgang. Warum können wir da nicht rein, wenn wir dadurch raus können? Prima Frage. Warum nicht? Jeder Korridor hat 2 Enden, nicht? Wie ein Seil. Bei diesem kenne ich nur das eine Ende, in der Schatzkammer. Das andere liegt irgendwo unter der Stadt, aber ich weiß nicht wo. Mhm. Toll. Ja, aber du könntest. Wenn ich wüsste, wo er wäre, bräuchte ich euch alle nicht. Glaubt mir, ich habe ihn gesucht. Oft genug. Sonst noch was? Na schön. Machen wir uns an die Arbeit. Ich will es schnell hinter mich bringen. Wir treffen uns im Torweg neben dem Turm wieder. Punkt Mitternacht. Und jeder passt auf, dass ihm keiner folgt. Ich gebe dem Koch in der Kaserne Bescheid. Was ist mit Masken? Meine Visage ist recht einmalig. Ich kümmere mich darum. Ah, eins noch. Informiert auch nur einer die Stadtwache. Oder wird ihm so redselig. Töte ich euch. Eigenhändig. Mann, du weißt ja, wie man Mitarbeiter motiviert. Na egal. Bis dann. So, okay. Der Typ hat auf jeden Fall was zu verbergen. Kannst du mir den weiß machen. Hat er nichts zu verbergen. Da ist irgendwas faul. Thank you.
Das ewige Feuer sein. Sieh an, ein frühes Vöglein in unserem Kreis. Großartig. Nur eine Patrouille. Deine Mixtur muss gewirkt haben. Eveline, bist du bereit? Soll das ein Scherz sein? Na klar. Drei, zwei, eins. Okay. Freie Bahn. Los mit dir. Jo. Scheiß Stadttauben. Wieder alles vollgekackt. Was? Euch Ratten zeigt's. Patrouille markiert. Eine Minute. Los! Eine Minute? Der hat nur 10 Sekunden gebraucht, da hochzukommen. Scheiße. Ich hätte mich samt Schniedel hochjagen sollen. Scheißverdammt, du hast gesagt, da ist niemand drin. Mein Informant lag wohl falsch. Das ist alles? Ich habe mir fast den Hals gebrochen. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Jetzt ist keine Zeit zum Streiten. Sehe ich auch so. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen da durch, was auch passiert. Kluge Worte. Eine Wache könnte auch viele mehr bedeuten. Du solltest dein Schwert ziehen. Nein. Und nun? Niemand stirbt. Das habe ich von Anfang an gesagt. Na schön. Zieht eure Masken über, dann gehen wir. Kann ich nicht die Brille aufsetzen? Bin König, cool. Ach, hier gibt's Licht. Okay. Das ist gut. Na, also, ihr habt ja Zeit. Na, also. Ist ja nun ein Problem. Die Briefe müssen alt sein, wenn man sich das Band so ansieht. Ha, Liebesbrief, cool. Erstmal Liebes... Oh Gott, nein, bitte nicht. Also wer das Leben möchte, lesen möchte, bitteschön. Ich liebe dich, dein O. Das war wahre Liebe. Ach so, ja, okay. Vielleicht lesen wir es doch mal. Aber jetzt ist, glaube ich, ein bisschen unpassend. Ein wenig. Holzschwert, yeah. Luft ist rein. Klopf auf Holz. Gut. Jetzt sperren alle die Augen auf. Meine sind offen. Ich habe schon allerlei gesehen, was ich mitnehmen möchte. Jetzt nicht.
Unser Ziel ist die Schatzkammer. Ist das klar? Ja, aber wir erhöhen das Startgebot. Was ist das denn? Wache! Wache! Tja, das war's. Wir sind am Arsch. Du hast gesagt... Verdammt, ich weiß, was ich gesagt habe. Auf sie, bevor sie Alarm schlagen! Wir haben ja Holzschwerter. Der Penner geht zu Boden! Mund halten und kämpfen. Wir müssen alle schnell besiegen, glaube ich. Kämpfen, Jungs! Da, komm, wir haben alle besiegt, oder? Ha-ja! Auf ihn! Er darf nicht fliehen! Eingeschlossen. Scheiße! Verdammt. Ich hab's sowas von gesagt. Die Waffen weg! Ihr habt keine Chance! Die Waffen weg! Vielleicht nicht. Aber wir haben Geiseln! Gnade, Meister! Bei drei gehen wir rein. Eins. Zwei. Einen Schritt weiter. Und es stirbt jemand. Halt, halt! Wir müssen verhandeln. Ach echt? Was fordert ihr für das Leben der Geiseln? Kauf uns etwas Zeit, Geralt. Wir haben eine Forderung. Zieht euch aus dem Auktionshaus zurück. Du weißt, das können wir nicht. Ihr könnt. Ihr wollt nur nicht. Ich kann ja auch eine Geisel töten. Tut, was sie sagen! Bitte! Beruhigt euch! Niemandem passiert was. Klar? Wie Kloßbrühe. Sobald ihr eure Männer hier abzieht, leben alle glücklich bis an ihr Ende. Ich wiederhole, das ist keine Option. Wir müssen aber zu einer Einigung kommen. Wir wollen einen Wagen und Pferde. Es ist mitten in der Nacht. Wo soll ich das hernehmen? Willst du lieber Särge suchen? Er meint es ernst! Stichhaltig. Wagen also. Was für ein? Wir sind nicht wählerisch. Irgendeinen Wagen mit Rädern, die rollen. Gut. Wird erledigt. Im Gegenzug müsst ihr die Geiseln freilassen. Wie viele? Alle. Holy shit. Nice. Ich glaube, das war unser Freund. Hi. Hi. Setz dich zu deinen anderen Freunden. Es ist noch nicht zu spät, sich zu verpassen. Komm, setz dich zu deinen anderen Freunden. Mann. Und die sitzen da alle so schön. Axel. Ich möchte nicht, dass er stirbt. Ah, dieser Typ, ne, der nervt. Was jetzt, du Dreck?
abgepackt. Ich habe ihn noch platt gemacht. Verdammt. Ich hätte gut auf die Explosion und den Kampf verzichten können. Die Explosion bringt uns in die Schatzkammer. Wo ist Eveline? Geflohen. Auch gut. Dann bleibt mehr Beute für jeden von uns übrig. Los, bevor Verstärkung anrückt. Eveline ist geflohen? Warum denn? Oh, hier. Hey, da ist doch was. Also ich muss hier alles looten. Looten. Hier liegt noch was. Hier lag auch noch was. Ach nee, das war eine Kerze. Mal laden. Okay, ich krieg hier sehr viele Bücher, das ist natürlich sehr schön. Da hinten ist noch eine Kiste! Nein! Sorry, ich muss die Kiste holen. Ach nee, ist noch ein Buch. Ja. Ich habe die Bücher zwar schon, aber man darf ja Loot nicht liegen lassen. Ne? Reden Fremder. Hallo Fremder. Oh. Ein feiner Wumms. Bisschen laut, aber ich musste ja mehr Knallquecksilber beigeben als üblich. Und da... Interessiert mich nicht. Interessiert keinen. Wir gehen rein. Geralt, du zuerst. Wieso ich? Dazu habe ich dich eingestellt. Los jetzt, wir haben keine Zeit. Guck mal, wie das aussieht. Ich meine auch, das Tor war ja nicht gerade aus Holz oder so. Das war ja bestimmt aus Stahl und was weiß ich was. Holy moly. Oh, oh Gott. Oh, lol. Wie viel Geld hier ist. Nice. Hier ist ein Porträt. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Okay. Verkauft ihr nur Fälschungen? Oh Mann. Ich hab so befürchtet. Und jetzt ist Sie eingetreten. Sind in der Schatzkammer. Sie haben sich darin eingeschlossen. Ich hab so befürchtet. Ergebt euch, ihr habt keine Chance. Hi. Hallo. Sucht den Ersatzschlüssel. Hier, Feuer. Ergebt euch, ihr habt keine Chance. Toll, das Tor geht einfach so auf. Es ist einfach auf. Ihr wisst ja nicht, mit wem ihr euch anlegt. Im Gegenteil. Ich weiß es nur zu gut. Ewald? Oh. Hallo, Bruder. Lange her. Da brat mir einer einen Gabelschwanz. Du schuldest uns eine Erklärung, Ewald Borsodi. Was ist der Zweck dieses Familientreffens? Rache. Wegen Verrats. Erniedrigender Jahre. In Armut. Vater hat mir das Auktionshaus vererbt. Mir! Horst hat mich betrogen und enterbt. Du hast alles, was wir eingenommen haben, verspielt und verhurt. Vater hat das nicht gesehen, aber ich... Das ist keine Entschuldigung, Horst. Und keine Rettung. Ihr zwei, haltet zu mir. Die Redanier werden euch nichts tun. Ich gebe euch, was ihr wollt. Hm. Aber das ist nicht. Ich halte mich aus Familienangelegenheiten raus. Dann hättest du besser nicht in meine Schatzkammer einbrechen sollen.
Für Neutralität ist es jetzt zu spät. Bist du für mich, kleide ich dich in Gold. Bist du gegen mich, wirst du hier nicht mehr rauskommen. Dammit. Ah, Mann. Also der eine hat ihn betrogen. Okay, mach ich. Wenn du das so siehst, dann bin ich für Ewald. Och, wir nehmen, was wir wollen. Sobald wir Hackfleisch aus dir gemacht haben. Weise Worte, Mann. Auf sie! Reißt ihn von rechts ein! Fehler. Ich hätte das gerne anders gelöst. Die Schriftrollen gestohlen, dich auf die Straße geworfen. Rache genießt man am besten kalt. Heiß ist sie mir aber auch recht. Bitte, Gnade, für deinen Bruder. Ich tue alles, was du sagst. Wirklich? Alles? Ja, alles. Überschreib mir alles, was du hast. Dann verschwinde. Nur mit dem, was du am Leib trägst. Erlaube mir, etwas mitzunehmen. Bitte, irgendetwas. Fünfzehn Jahre in der Kanalisation. Wie ein Tier. Und du wagst es. Du wagst es zu betteln. Gott, wie sieht der denn jetzt aus? Bitte! Hat's geschmeckt wenigstens? Zufrieden. Durchaus. Und du? Nein, erst wenn ich Max Borsodis Haus habe. In dieser Schatzkammer, hast du gesagt. Das stimmt auch. Dort. Aber ich fürchte, es ist nicht für dich. Darin befindet sich nämlich das Testament meines Vaters. Mit welchem Ewald Borsodi lang vermisst, das Vermögen einfordern wird. Und was fordert wohl Geralt von Riva ein, den du betrogen hast? Bedauere, aber alles andere darf er auswählen. Meine Herren, bitte. Du hast mich reingelegt. Und du wolltest mich gegen die Schläger von Horst im Stich lassen. Für meine Begriffe sind wir quitt. Aha. Was Max Borsodis Haus betrifft, wenn du es unbedingt haben willst, musst du es dir schon mit Gewalt holen. Warum kannst du denn nicht das Testament da rausholen? Hallo, und gibst mir das blöde Haus. Hier, Dingens will doch gar nicht, hier, Olgierd will doch gar nicht das Testament haben. Der will doch nur das Haus haben. Testament ist doch... Ich würde dich mit Links niedermachen. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch anders gelöst. Da ist kein Kompromiss drin. Wir wollen beide Max Haus. Eigentlich willst du den Inhalt. Ich will das Haus. Genau. Sie sind unten! Na schön. Deine Hand drauf. Puh, mir fällt ein Tonnengewicht von den Eiern. Her mit der Truhe und dann raus hier. Wie du willst. Hier lang. Okay. Maximilian Borsodis Haus. Das ist doch gut. Ist doch zum Glück gut ausgegangen. Oh mein Gott, ey. Holy moly.
Holy moly moly holy. Nein, da komme ich nicht dran. Ach Mist. Aber ich habe jetzt schon gedacht, dass ich habe gerade gedacht, dass wir ihn platt machen müssen. Oh Gott. Weil es wäre auch so irgendwie gekommen, glaube ich. Da hat jemand wieder dieses Einhorn. Alter, wie das hier drin ist. Ist ja perfekt für einen Looter King wie mich. Nur ein bisschen schwierig, an die ganzen Kisten dranzukommen. Also die hätten die Kisten ja auch ein bisschen schöner stapeln können. Ich meine, die müssen doch wissen, dass irgendjemand mal hier einbrechen könnte. Dann müssen die Kisten doch schon parat stehen, dass man sie perfekt ausrauben kann. Ja. Schade. Oh, Viper Stahlschwert. Hey. Kann es sein, dass diese Vipernrüstung noch besser als die Bärenrüstung ist? Weil man bekommt diese Schemas ja absolut nur, wenn man die Quest hier macht. Also die Rüstung kriegt man nur und die Schwerter. Okay, wir haben alles gelootet. Ist schon ein bisschen seltsam. Okay, hier ist diese. Oh Gott. Sollte vielleicht aufpassen, wo man hingeht. Kommen wir aus dem Aktionshaus. Okay. Aber er hat da eben gesagt, wir haben ihn betrogen bei den Wachen. Aber das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja eigentlich zu ihm gehalten. Warum bist du... Mein Kopf war gerade in meinem Hintern drin. Das war ein Riesensetzer. Hallo? Nein. Du? Okay, hier ist auch noch Loot. Ewald Boss. Jetzt wissen wir auch endlich, wer er ist. Hier gelandet. So, hier trennen sich nun unsere Wege. Sei still. War ich so schlecht? Nein, aber es war verdammt knapp, Ewald. Hast um Haaresbreite überlebt. Alles Gute, Kasimir. Ich hoffe, dass Euphemia zu dir zurückkehren wird. Ach, scheiß auf ihre Anwandlungen. Ich hab jetzt so viel Gold, da brauche ich keine Liebe mehr. In dem Fall wünsche ich dir und deiner Börse alles Gute. Cool. Gut, dass wir... Oh Gott. Das ist ja alles doch gut ausgegangen, ey. Oh Gott. Aber ich wusste, dass was passieren würde. Hallo, ich stehe nur hier. Ich bin am Angeln. Warum kommt der aus dem Haus? Warum, hä? Okay. Naja, aber... Es hätte tatsächlich dazu kommen können. Also. Gott. Uiuiuiui. Ich bin so froh, dass Kasimir überlebt hat. Okay, Evelyn ist abgehauen. War vielleicht auch nicht die schlechteste Idee. Aber kann man nochmal zurück eigentlich? Was passiert, wenn wir da zurückgehen? Ich meine, wir sind eh bei der Zeit. Kann man mal gucken, was passiert. Einfach nur mal gucken, was da passiert. Gut, dass wir uns einigen konnten, weil ich habe ja auch gesagt, nimm einfach den Inhalt, ich will nur den Gegenstand haben, das Haus. Oh. Schade. Schade. Da ist auch nur ein Loch. Ja, okay. Schade, ich dachte, man könnte nochmal so da reingehen. Aber okay. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen.
Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder bei Olgiert. Haut rein. Bis zum nächsten.